Hallo Leute, ich begrüße euch ganz herzlich zum heutigen Video. Ich zeige euch heute einen 3-Keulen-Trick und der ganze nennt sich Holzhacker. Letzte Woche kam der Trick schon mal bellen und jetzt ist natürlich die Fortsetzung. Also wenn ihr das Video von letzter Woche, also mit Bellen den Holzhacker noch nicht gesehen habt, werde ich euch das Ganze links oben verlinken. Und ihr müsst natürlich damit für diesen Trick mit 3 Keulen jonglieren können. Wenn ihr das noch nicht könnt, werde ich es euch rechts oben verlinken. So, wenn man den Trick kann, dann sieht das Ganze so aus. Wie ihr gesehen habt, man hackt immer mit einer Keule runter, also mittendrin durch. Das machen wir jetzt mal mit der rechten Keule, also so hackt man. Und mit der linken Keule so. Was ist die Folgung natürlich? Einfach mal mit einer Keule das Hacken üben. Mit einer Keule ist auch noch ganz wichtig, dass wenn ihr hackt, dass ihr dann die Keule gleich da hochwerfen müsst. Also hacken, hochwerfen auf der Seite. Am besten mit einer Umdrehung. Hacken und dann gleich hochwerfen hier. Hacken, hochwerfen. Hacken, hochwerfen. Mit 2 Keulen ist die ganze Übung dann, beide Keulen in eine Hand, also in 2 verschiedene Hände zu nehmen, jeweils eine Keule in eine Hand. Und dann würde ich sagen, als Rechtshänder erstmal anfangen mit der rechten Hand zu hacken. Also müsst ihr die linke Keule in der linken Hand werfen. Das heißt, ihr werft die ganz normal hier hoch. Ganz normal. Und hackt dann hinten mit der rechten Keule vorbei. Das heißt, hochwerfen, hacken. Das darf am Anfang ruhig runterfallen, die Keule. Hauptsache, ihr wisst, wo die Hackbewegung ist. Also hochwerfen, hacken. Das Ganze muss man natürlich auch mit der linken Hand können. Also aus der rechten Hand die Keule werfen und mit der linken Hand hacken. Das heißt, werfen, hacken. Dann solltet ihr natürlich danach versuchen, die Keule auch zu fangen. Hochwerfen, hacken, fangen. Das Ganze muss man natürlich auch mit der linken Hand können. Also jetzt die Keule aus der rechten Hand hochwerfen, hacken und hochwerfen. Also ihr werft die Keule hoch, hackt dann hinten durch und werft die dann hier auch hoch. Hochwerfen, hacken, fangen. Ihr müsst probieren, das Ganze ziemlich schnell hintereinander zu machen, weil wenn ihr jetzt nur hochwerft und dann erst noch hier ausholt und hackt, habt ihr nicht die Zeit. Also am besten schon die Keule hinten in der Luft bereit halten, dann hochwerfen, hacken, fangen. Ganz aus der rechten Hand auch, also hochwerfen, hacken, fangen. Hochwerfen, hacken, fangen. Also wie ihr gesehen habt, die Keule hier hinten schon bereit halten, weil wenn ihr erst noch hier unten so den Turn machen müsst, dauert es viel zu lange. Mit 3 Keulen müsst ihr dann einfach jonglieren. Dann, sagen wir mal, erst rechts hin jetzt. Wie immer, eine Keule aus der rechten Hand nehmen und dann direkt runterhacken und dann wieder hochwerfen. Also nicht zurückziehen, sondern dort, wo ihr gehackt habt, mit einer Umdrehung in die Luft werfen. Also hacken, hochwerfen und weiter geht's. Hacken, hochwerfen, weiter geht's. Mit der linken Hand genauso, hacken, weiterwerfen. Es sieht jetzt vielleicht bei mir nicht so gut aus oder es sieht noch sehr hektisch aus, weil ich natürlich nicht so hochwerfen kann und deswegen nicht so viel Zeit habe. Aber wenn ihr die Gelegenheit habt, die Keule höher zu werfen, dann jongliert lieber langsamer und höher, weil dann habt ihr auch mehr Zeit zum Hacken und wieder hochwerfen, hacken, wieder hochwerfen. Also statt wenn ihr so ganz schnell jongliert, habt ihr kaum Zeit oder es sieht auch nicht so gut aus. Ich werde das Ganze jetzt nochmal in Zeitlupe anwenden. Gefallen hat, gebt dem Video eine positive Bewertung, würde mich freuen darüber. Und wenn ihr Anregungen, Vorschläge oder sonstiges habt, einfach in die Kommentare schreiben, würde mich auch sehr freuen. Dann sehen wir uns am Mittwoch um 16 Uhr wieder. Bis dahin, ciao.